Über das Haushaltsgesetz selbst werden wir später namentlich abstimmen. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für diese Aussprache 96 Minuten vorgesehen. Und weil ich keinen Widerspruch sehe, ist das somit beschlossen. Damit eröffne ich die... Ja, soweit also die Regularien. 96 Minuten, jetzt noch einmal diese Debatte. So ist es von Bundestagsvizepräsident Singhammer angekündigt. Und jetzt also die Rede von Gesine Lötsch. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Union und SPD haben mit ihrem Koalitionsvertrag einen folgenschweren Beschluss gefasst. Sie haben die Steuerungerechtigkeit in unserem Land festgeschrieben, und das ist eine fatale Entscheidung. Steuern für Vermögende und Besserverdienende dürfen laut Koalitionsvertrag nicht erhöht werden. Daher sind natürlich die finanziellen Spielräume des Finanzministers sehr begrenzt. Um dennoch einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen, lagert Minister Schäuble seine Finanzprobleme einfach aus. Aber auslagern löst kein Problem wirklich. Sie belasten die Krankenkassen und die Rentenkassen nur, damit ihre Bilanz gut aussieht. Man kann es auch anders ausdrücken. Das Design bestimmt das Bewusstsein, und das ist wirklich ein gefährlicher Trend, meine Damen und Herren, ob nun mit oder ohne Glatze. Der Finanzminister hat seine gesamte Strategie auf die schwarze Null verengt. Die schwarze Null ist eine gefährliche Obsession. Ja, natürlich, wir müssen Schulden abbauen. Aber wir müssen auch in die Zukunft investieren. Und diese Binsenweisheit hat der Minister einfach mal dem schönen Design geopfert. Herr Schäuble, Sie sagten in Ihrer Rede am Dienstag, ich zitiere Sie, entscheidend sind nicht die öffentlichen, sondern die privaten Investitionen. Und mit dieser Auffassung sind Sie eindeutig in einer gesellschaftlichen Minderheit. Industrieverbände, Vertreter der Wissenschaft, der Gewerkschaften und Ministerpräsidenten europäischer Staaten kommen alle zu dem gleichen Schluss: Deutschland braucht mehr öffentliche Investitionen. Und dieser Haushalt 2014 ist ein Sieg der Buchhalter über unsere Zukunft. Das ist wirklich ein Pyrrhussieg, meine Damen und Herren. Wir haben ein demografisches Infrastrukturproblem. Brücken sind einsturzgefährdet, weil zu wenig investiert wird. Das gewerkschaftsnahe Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung hat festgestellt, dass die unzureichenden Investitionen in Straßen, Brücken, Schienen und Wasserwege zu einem Substanzverlust von 35 Milliarden Euro in den letzten 10 Jahren geführt haben. Das können wir doch nicht länger hinnehmen, meine Damen und Herren. Und die fehlenden öffentlichen Investitionen sind ja nicht nur ein deutsches, sondern auch ein europäisches Problem. Frankreich und Italien wollen mehr investieren, um die Krise zu bewältigen. Dazu müssten die Regeln des sogenannten Stabilitätspakts geändert werden. Ich sage ausdrücklich sogenannter Stabilitätspakt, weil der Pakt seit seiner Existenz uns nicht mehr Stabilität gebracht hat. In Wirklichkeit ist es kein Stabilitätspakt, sondern ein Stagnationspakt, meine Damen und Herren. Herr Schäuble, Sie scheinen ja immer noch der Meinung zu sein, dass der Versuch, die Kriterien dieses Paktes einzuhalten, dazu beigetragen habe, dass es den Krisenländern heute wirtschaftlich besser ginge. Ich finde, das ist schon eine erstaunliche Ansicht und hat mit der Realität wenig zu tun. Ich würde gerne wissen, wie griechische oder spanische Jugendliche auf eine solche Äußerung reagieren. Am 11. Juli sollte ein EU-Gipfel zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit stattfinden. Dieser Gipfel wurde abgesagt. Warum? Weil Sie Ihr Versprechen eben nicht halten können. Sie hatten jedem Jugendlichen unter 25 Jahren garantiert, innerhalb von 4 Monaten einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz zu bekommen. Und diese Garantie können Sie natürlich nicht umsetzen, wenn alle Staaten um die Wette sparen und nicht in neue Arbeitsplätze investieren. Das ist nicht gut für die Jugend in Europa, und das ist nicht gut für unsere gemeinsame Zukunft, meine Damen und Herren. Was die Bundesregierung Haushaltskonsolidierung nennt, ist nicht allein Ergebnis eigener Anstrengungen. Ein Teil der Haushaltssanierung ist Ihnen wie eine reife Frucht in den Schoß gefallen. Da mussten Sie gar nichts machen. Allein die Senkung der Zinsen durch die Europäische Zentralbank wird die Bundesschuld deutlich mindern. Das ist natürlich einerseits eine schöne Sache für den Finanzminister, aber andererseits
Kollege Kauder, für die Bürgerinnen und Bürger und ihre Alterssicherung ist das eine Hiobsbotschaft. Haben Sie nicht immer die Menschen aufgefordert, sich nicht allein auf die staatliche Rente zu verlassen, sondern zusätzlich privat vorzusagen? Und jetzt werden diese Menschen doppelt bestraft. Das Rentenniveau sinkt und die Zinsen auch. Und damit ist bei vielen Altersarmut vorprogrammiert. Und daran wird auch Ihr Rentenpaket nichts ändern. Und ehe Sie hier noch dreimal Quatsch rufen, möchte ich Sie daran erinnern, dass Ihre eigene Ministerin, Kollegin Ursula von der Leyen, schon vor Jahren auf die drohende Altersarmut hingewiesen hat. Und ich finde, wenn Sie meine Rede nicht überzeugt, dann sollten Sie sich doch wenigstens an dem orientieren, was Ihre eigenen Leute sagen, Herr Kauder. Zu Beginn der Haushaltsberatung wurde von der Koalition laut darüber nachgedacht, den Abbau der kalten Progression anzupacken. Die kalte Progression, das muss man mal deutlich sagen, ist nichts anderes als eine Steuererhöhung für die Mittelschicht. Und der Finanzminister kann sich also weiter mit den Lohnerhöhungen, die die Beschäftigten hart erkämpft haben, die Kassen füllen. Wir als Linke wollen die kalte Progression endlich abschaffen, dafür aber den Spitzensteuersatz anheben. Das würde mehr Gerechtigkeit in unser Steuersystem bringen, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Den Tarif müssen wir in Ordnung bringen, das wissen wir doch alle. Wie das Design, die schwarze Null, das Bewusstsein trübt, können wir auch an weiteren Haushaltstricks der Koalition beobachten. Im Vorfeld der Bereinigungssitzung wurde wahrscheinlich gezielt aus dem Finanzministerium lanciert, dass im Haushalt 2014 fast 4 Milliarden Euro fehlen würden. Das wurde auch von vielen Medien dankbar aufgenommen, aber das war natürlich auch ein quasi inszeniertes Haushaltsloch. Teuer wird der Trick bei den Krankenkassen für die Versicherten. Die Krankenkassen bekommen nicht den versprochenen Zuschuss vom Bund. Und die Kassen haben ja jetzt schon gesagt, es wird Zusatzbeiträge hageln. Mit Entlastung der Versicherten hat das also gar nichts zu tun, wie der Kollege Minister Gröhl hier uns meinte, weismachen zu können. Das war eine falsche Aussage und viele haben schon die Ankündigung ihrer Kassen gehört. Und das ist sozial ungerecht, meine Damen und Herren. Wir als Linke brauchen keine Haushaltstricks für eine schwarze Null und mehr soziale Gerechtigkeit. Unsere Anträge fordern höhere Steuern für Vermögende und Besserverdienende und Ausgabenkürzungen für Rüstungsprojekte und Auslandseinsätze der Bundeswehr. Mit den Mehreinnahmen wollen wir Armut bekämpfen und Investitionen in die Zukunft möglich machen. Leider haben Sie unsere schlüssigen Vorschläge bisher abgelehnt. Aber ich bin sehr optimistisch, Kollege Kauder, dass Sie genauso wie beim Mindestlohn unseren Vorschlägen nicht nur folgen werden, sondern folgen müssen. Bloß warten Sie diesmal nicht so lange damit, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, das war noch nicht der Schlusssatz. Im Laufe der Haushaltsdebatte wurde schon vielen gedankt, und das zu Recht. Natürlich in erster Linie den Kolleginnen und Kollegen im Haushaltsausschuss und in den anderen Ausschüssen, die sich an der Arbeit beteiligt haben, fleißig, engagiert, wenn natürlich auch mit unterschiedlichen Auffassungen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Fraktionen und in den Ministerien, dem Bundesrechnungshof, auch den Ministern selbst, auch Minister Schäuble. Nicht unerwähnt sollen aber auch die Menschen bleiben, die uns mit Essen versorgt haben und den Ausschusssaal aufgeräumt haben. Richtig. Und ganz besonders möchte ich mich als Vorsitzende des Haushaltsausschusses bei den Mitarbeiterinnen und es sind nur die Herren gekommen, gut, bei den Mitarbeiterinnen, die gucken vielleicht am Fernseher, und den Mitarbeitern des Haushaltsausschusssekretariats bedanken für ihre unermüdliche Arbeit. Wir haben 22 Einzelpläne, ein Haushaltsgesetz, ein Haushaltsbegleitgesetz, über 670 Änderungsanträge mit ungefähr 80.000 Kopien in 7 Ausschusssitzungen, einschließlich Anhörungen, mit insgesamt fast 39 Stunden Tagung beraten. Und in der Dauer dieser Beratung sind die zahlreichen Berichterstattergespräche noch nicht enthalten. Und alle diese Sitzungen mussten natürlich vorbereitet werden. Das war ein wirklicher Kraftakt. Dafür herzlichen Dank an alle, die beteiligt waren, und aus meiner Sicht vor allen Dingen noch einmal an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sekretariats. Vielen Dank.
Gesine Lötsch war das für die Fraktion Die Linke, die Vorsitzende des Haushaltsausschusses des Bundestages. Nach ihr jetzt Antje Tillmann, die finanzpolitische Sprecherin der CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Der Bund hält die ab 2016 geltenden Regelungen der Schuldenbremse seit 2012 ein. Und Bundesfinanzminister Schäuble hat das Ziel ausgegeben, innerhalb der nächsten 10 Jahre die Staatsverschuldung unter die Maastricht-Grenze von 60% des BIP zurückzuführen. Heute verabschieden wir einen strukturellen Haushalt Null für das Jahr 2014. 2015 planen wir keine neuen Schulden mehr. Mit diesen Sätzen oder Ähnlichen haben viele Reden begonnen in dieser letzten Woche. Viele Kolleginnen und Kollegen haben das in den Vordergrund gestellt, und das ist auch richtig so, weil das ein sehr wichtiger Teil dieser Haushaltsdebatten sind. Und liebe Frau Kollegin Lötsch, wenn Sie über Sozialpolitik sprechen, dann ist es einfach sozial, künftigen Generationen nicht mehr Schulden zu hinterlassen als unbedingt nötig. Sozialleistungen der kommenden Generationen können nur sichergestellt werden, wenn wir uns disziplinieren. Und deshalb, Herr Kollege Schäuble, lieber Norbert Bartle und Johannes Kahrs, ihr seid noch besser, als es die Verfassung verlangt. Herzlichen Glückwunsch dafür. Gute Arbeit. Wir können die Haushaltsberatung 2015 mit diesem guten Gefühl beginnen. Und diesen strukturell ausgeglichenen Haushalt haben wir erreicht, obwohl wir uns nicht nur auf unsere Bundesaufgaben konzentriert haben, sondern auch sichergestellt haben, dass die anderen Ebenen, die Kommunen und die Länder, ebenfalls ihren Verpflichtungen aus der Schuldenbremse nachkommen können. Nur wenige Stichworte: die Entlastung der Kommunen, Grundsicherung im Alter 2015 mehr als 5 Milliarden Euro, Ausbau Kinderbetreuung bis 2014 5,4 Milliarden Euro, zusätzlich 1 Milliarde in dieser Legislaturperiode, Bundesteilhabegesetz, der Bund wird die Kosten von 5 Milliarden Euro stemmen und ab 2015 noch mal 1 Milliarde zur Verfügung stellen. Für die Länder sieht die Rechnung ähnlich aus. Zusätzliche Mittel von 5 Milliarden Euro für Bildung, ein deutliches Signal gegen Altersarmut ist nämlich, die Bildung zu verbessern. Komplettübernahme BAföG 2015 mit 1,17 Milliarden Euro und die Entflechtungsmittel, die bis 2019 mit jährlich 2,6 Milliarden Euro zusätzlich an die Länder fließen. An alle, die noch größere Anstrengungen vom Bund fordern: diese 16 Milliarden Euro in der Summe hätten wir in die Haushaltskonsolidierung des Bundes zusätzlich schicken können. Wir haben aber gemeinschaftlich mit den anderen Ebenen das Gesamtziel im Auge gehabt. Aber diese 16 Milliarden sind eigentlich den Konsolidierungsbestrebungen unserer Haushaltspolitiker noch zuzurechnen. Auch dafür ein herzliches Dankeschön. Aber deutlich sagen muss ich auch, dass ich gerade im Hintergrund dieser Zahlen die Forderung einiger Länder aus den letzten Wochen doch sehr mutig finde. In der nun anstehenden Bund-Länder-Kommission zum Länderfinanzausgleich und Bund-Länder-Finanzausgleich immer weitere Lasten für den Bund zu fordern. Die Länderschulden sollen idealerweise vom Bund bezahlt werden. Die Unikliniken der Länder sollen ihre Defizite aus Bundesmitteln ausgleichen. Es muss zusätzliche Anstrengungen noch in Bildung und Kinderbetreuung geben. Die Zahl derjenigen Länder, die meinen, dass alle ihre Probleme vom Bund gelöst werden können, ist nach wie vor zu groß. Wir werden in der Bund-Länder-Kommission darüber sprechen müssen, wer eigentlich welche Verantwortung hat, wer für welche Kosten zuständig ist und vor allen Dingen, wer welche eigenen Anstrengungen macht, um 2016 bzw. 2020 tatsächlich auch die Gesamtverschuldung im Land entsprechend der Verfassung zu gestalten. Und Frau Kollegin Lötsch, ja, Sie haben recht. Wir werden die kalte Progression in diesem Jahr nicht angehen. Aber das Ziel des konsolidierten Haushalts ist uns so wichtig, dass wir wissen, dass wir uns zusätzliche Spielräume erarbeiten müssen. Da sind wir auf dem Weg. Vielleicht werden wir es sogar bald schaffen. Aber es gibt viele Themen, die wir ansonsten angehen können in der Steuerpolitik. Und da kann ich Sie nur auffordern, mitzumachen. Denn am ungerechtesten in Ihrem Sinne ist, dass immer noch einige in der Welt, in Europa, gar keine Steuern zahlen. Wir werden mit dem Projekt BEPS unter Führung des deutschen Finanzministers Schäuble das angehen. Wir haben in der Vergangenheit immer wieder deutsche Steuerschlupflöcher gestopft, und wir werden jetzt mit dem Kroatien-Gesetz wieder gegen Umsatzsteuerbetrug vorgehen. Aber wir müssen das europäisch tun, denn Steuerrecht ist nun mal international. Auf europäischer Ebene sind wir auf einem guten Weg. Wir werden sicherstellen, dass digitale Unternehmen ihre Steuern an einem Ort zahlen, wo sie nicht Niedrigsteuern sich aussuchen können. Wir werden sicherstellen, dass Patentboxen nicht dazu missbraucht werden, über Briefmarkenfirmen Steuergewinne ins Ausland zu verlagern. Wir werden dafür kämpfen, dass bei den Verrechnungspreisen bei den Unternehmen
die Transparenz so hergestellt wird, dass auch da keiner der deutschen Steuerpflicht ungerecht entgehen kann. Und wir werden Dokumentationspflichten im Auge behalten, die sicherstellen, dass kein Euro Steuern, der in Deutschland erwirtschaftet wird, unversteuert eingesteckt werden kann. Das werden Sie sehen, wenn Sie bei den BEPS-Anhörungen dabei gewesen wären, hätten Sie es schon gesehen. Wir sind da auf einem guten Weg und wir werden es fortsetzen. Ende des Jahres wird von unserer Seite dazu auch noch ein Initiativantrag kommen. Sie sind herzlich eingeladen, mitzumachen. Aber wir werden dabei auch im Auge behalten, dass wir Unternehmen nicht übermäßig belasten. Denn noch mehr als die Steuerlast sind Unternehmen natürlich von Aufzeichnungspflichten belastet, von Bürokratie belastet. Und wir werden bei all diesen Maßnahmen, die es zur gerechten Besteuerung sicherzustellen gilt, sicherstellen, dass die Unternehmen nicht zusätzlichen bürokratischen Aufwand haben. Und wir werden vor allen Dingen auch sicherstellen, dass Firmengeheimnisse dieser Transparenz nicht zum Opfer fallen, dass Unternehmen sich darauf verlassen können, dass ihre Daten wirklich nur zu Steuerzwecken genutzt werden. Und ein zweiter Bereich, den wir uns bis zur Erreichung der kalten Progression sehr wohl widmen können und der zu erheblicher Verärgerung bei Bürgerinnen und Bürgern führt, wir können das Steuerverfahren vereinfachen. Heute titeln viele Zeitungen, dass Hunderte von Steuererklärungen von getrennt veranlagten Ehegatten nicht bearbeitet werden können, weil es an den technischen Voraussetzungen fehlt. Genau da können wir ansetzen. Wir können im Rahmen des Steuerverfahrensprojekts Konsens die Besteuerung vereinfachen. Wir können sicherstellen, liebe Damen und Herren, die Sie auf der Tribüne sitzen, dass Sie bei der nächsten Steuererklärung nicht mit jeder Erklärung jeden einzelnen Beleg einreichen müssen. Wir arbeiten an einem Verfahren, dass Steuererklärungen nur dann noch händisch und einzeln geprüft werden, wenn es Risikobedarf dabei gibt. Auch hier können wir Bürgerinnen und Bürger entlasten. Und das werden wir auf diesem Weg auch bis zu einem weiteren Spielraum im Haushalt tun. Und die Unternehmen? Und die Unternehmen haben eine ganze Reihe von zusätzlichen Vorschlägen, die wir uns auch intensiv angucken werden. Es gibt Probleme bei der verbindlichen Auskunft, bei den Gebühren, die zu zahlen sind. Wir wissen, dass der § 7g, der ursprünglich mal für mittelständische Unternehmen als Investitionsanreizbetrag geschaffen wurde, mittelständische Unternehmen nicht in dem erwünschten Umfang erreicht. Wir wissen, dass manche Berechnungsmethoden, LIFO-Methode, von Unternehmen angewandt wird, die jetzt aufgrund eines BFH-Verfahrens in Gefahr sind. Wir wissen, dass wir Investitionsanreize setzen müssen im Bereich Wagniskapital. Nur zwei Beispiele. Wir wollen den Investitionszuschuss künftig steuerfrei stellen und wir wollen Investitionsanreize auch bei aufstrebenden Unternehmen schaffen. Also viele, viele Dinge jenseits von Flattax und Steuersenkungen, die den Haushalt belasten, die wir tun werden und tun können in den nächsten Monaten, um Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger von der lästigen Pflicht, Steuern zu zahlen und Steuererklärungen abzugeben, zu entlasten. Da können wir ansetzen, da können Sie dabei sein. Und dann schaffen wir es vielleicht gemeinsam, die kalte Progression auch noch anzugehen. Aber all diese Schritte vorher haben bisher Ihre Unterstützung nicht gehabt. Und ich würde mich freuen, wenn sich das ändern würde. Danke. Die Rede von Antje Tillmanns war das für die CDU-CSU-Fraktion. Nach ihr jetzt Sven Christian Kindler, Bündnis 90, die Grünen, haushaltspolitischer Sprecher seiner Fraktion. Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ich so die letzten Wochen und Monate, auch die letzten Tage, die Haushaltsdebatten Revue passieren lasse, dann zieht sich Ihren Haushalt eine klare rote Linie, die Arbeitsverweigerung der Großen Koalition. Ja, weil schon bei der Haushaltsausstellung, Herr Schäuble, hat sich gezeigt, da ist weder Vorsorge für die Zukunft, da ist keine Veränderung, da ist kein Mut, irgendwas zu machen, keine Reformen. Sie gehen nicht an Einnahmen, Sie gehen nicht an Ausgaben ran, Sie gehen nicht an Subventionen ran. Das ist nur müdes Verwalten bei Ihnen. Eine so große Mehrheit haben Sie beim Haushalt und so wenig Mut für Veränderung, das wird uns doch alle teuer zu stehen kommen. Ihr Haushalt, der beruht auf dem Prinzip Hoffnung. Sie hoffen, dass die gute Konjunktur, historisch niedrige Zinsen so weitergehen. Und Sie hoffen, dass nicht auffällt, wie unsolid Ihr Haushalt ist. Sie manipulieren die Steuerschätzungen, Sie tricksen beim Haushaltsgesetz, tricksen bei alten und neuen Schulden. Sie biegen sich alles zurecht, wie Sie es gerade brauchen. Aber mit ehrlicher, mit nachhaltiger Haushaltspolitik hat das nichts zu tun. Und Sie beweihräuchern. Ja, und Sie haben sich die ganze Woche richtig beweihräuchert für Ihre angepeilte schwarze Null 2015. Aber auch diese schwarze Null ist nachher nicht dauerhaft.
und nicht strukturell finanziert. Sie verschieben ganz viele Finanzierungslasten auf das Jahr 2018. Sie greifen dafür in den Gesundheitsfonds, sie greifen in die Rentenkasse, belassen damit kleine mittlere Einkommen und sie senken die Investitionsquote. Ihre geringe Investitionsquote ist in Wahrheit eine große Schattenverschuldung. Das sind die Kosten von morgen und übermorgen. Das ist maximal zukunftsvergessen. Das verstößt gegen die Generationengerechtigkeit. Ich muss leider feststellen, auch Herr Kampeter, bei dem Thema Investitionen, da sind Sie glatzenblank. Aber wir haben gezeigt, wie es anders geht. Wir haben in Grüne konkrete Haushaltsberatungen vorgelegt, wie man Investitionen finanzieren kann. Wir wollen nicht, dass unsere Straßen und Brücken zerfallen. Wir wollen nicht dafür sinnlose neue Autobahnen bauen, sondern wir wollen den Erhalt bei der Verkehrsinfrastruktur stärken. Und wir wollen in Kinder und Jugendliche, in gute Krippen, in gute Kitas, in Bildung und Forschung investieren, für neue Ideen, für neue Technologien. Das sind auch Investitionen für Gerechtigkeit, weil wir wollen, dass jedes Kind in dieser Gesellschaft die gleiche Chance hat. Und klar ist auch für uns als Grüne, das muss man solide gegenfinanzieren, ohne zusätzliche neue Schulden, indem man Ausgaben kürzt, indem man Einnahmen verbessert. Vor allen Dingen aber Schwerpunkt wollen wir an die Subventionen ran. Dafür haben wir heute unseren Antrag zum grünen Klimaschutzhaushalt vorgelegt. Sie haben heute Morgen mit dem neuen EEG die Energiewende ausgebremst, neue klimaschädliche Subventionen beschlossen. Das ist der völlig falsche Weg. Wir können und wir müssen Milliarden an klimaschädlichen Subventionen endlich abbauen. Das ist gut für den Haushalt und das ist gut für das Klima. Unsere Leitlinie ist, wir wollen investieren statt subventionieren. Wir wollen Milliarden Subventionen beim Flugverkehr, beim Öl, bei der Kohle, beim Atom, beim Agrardiesel, bei schweren Dienstwagen abbauen. Wir wollen dafür in den Klimaschutz investieren, in die Dämmung von Gebäuden, in einen Energieeinsparfonds, in den Schienenverkehr, in ökologische Wärme. So kann man ganz konkret im Haushalt auch Klimaschutz umsetzen, und das ist auch bitter notwendig. Und wir haben Ihnen hier konkrete Alternativen zum Haushalt vorgelegt. Sie haben die alle abgelehnt. Sie wollen im Kern einfach nichts verändern. Sie wollen weiter müde verwalten. Und ich sage Ihnen, so wird das nichts mit der dauerhaften Konsolidierung des Haushalts. So wird das nichts mit Investitionen in die Zukunft. Ich empfehle Ihnen dringend, hören Sie auf mit Ihrer Selbstüberweihräucherung. Fangen Sie endlich im Haushalt an zu arbeiten. Vielen Dank. Die Kritik von Sven Christian Kindler für Bündnis 90 Die Grünen am vorliegenden Haushalt von Bundesfinanzminister Schäuble, beziehungsweise so wie er hier verabschiedet wird. Nach ihm jetzt Johannes Kahrs, der haushaltspolitische Sprecher der SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zu Beginn meiner Rede möchte ich mich erst einmal ganz herzlich bedanken, insbesondere bei den Kolleginnen und Kollegen der SPD, CDU, CSU aus dem Haushaltsausschuss, für die gute Zusammenarbeit. Das hat ja immer etwas gedauert. Es war alles lang, es war auch nicht immer einfach. Aber ich glaube, im Ergebnis, aber es ist ein Traum, war, ich kenne Ihre Träume nicht, Herr Kollege, aber ich glaube, im Ergebnis war es eine gute Sache. Und das Ergebnis ist nämlich, dass wir dem Ziel einer schwarzen Null einen Schritt weiter entgegengekommen sind. Wir hatten bei diesem Haushalt Pech, aber wir hatten auch Glück, das ist ausgeführt worden. Wir hatten Gerichtsurteile, die teuer waren. Auf der anderen Seite hatten wir ein bisschen Glück bei den Zinsen. Aber ansonsten ist das harte Arbeit. Und Herr Bundesfinanzminister, Herr Schäuble, ich möchte mich auch bei Ihrem Hause ganz herzlich bedanken. Die Zusammenarbeit war exzellent. Sie hat Spaß gemacht. Und ich glaube, dass das auch die Grundlage ist für die Zusammenarbeit in den nächsten 3 Jahren, dass wir diese schwarze Null halten und trotzdem gestalten. Das wäre mein Wunsch. Und ich glaube, das können wir gemeinsam mit viel Schwung angehen. Ganz herzlichen Dank dafür. Ich möchte allerdings auch nicht versäumen, den Kolleginnen und Kollegen der Opposition meinen Respekt zu zollen an dieser Stelle. Man muss ehrlicherweise sagen, aufgrund der in diesem Haus herrschenden Mehrheitsverhältnisse haben die einzelnen Kollegen sehr viele Einzelpläne, mit denen sie klarkommen müssen. Bei uns hat jeder einen Einzelplan. Sie haben teilweise 3 oder 4 oder mehr. Und das ist etwas, was wirklich schwierig ist, dann überall auch noch da entsprechend firm zu sein, anzutreten. Ich muss einfach sagen, das verdient auch Respekt. Ich hoffe, dass ich nie in diese Lage komme, aber man muss es anerkennen. Deswegen auch vielen Dank für die gute Zusammenarbeit. Grundsätzlich bleibt festzuhalten, in diesem Haushalt steckt viel SPD. Und das ist auch gut so.
Viele der prioritären Maßnahmen aus dem Koalitionsvertrag wurden anteilig umgesetzt. Infrastruktur, Eingliederung Langzeitarbeitsloser, Entwicklungshilfe, gute Sachen. Zweitens haben wir in den parlamentarischen Beratungen auch noch gemeinsam mit CDU, CSU und SPD viel durchgesetzt. Kulturförderung, Integrations- und Flüchtlingspolitik, Umsetzung, Atomausstieg, viele Dinge, die wir selber noch uns erarbeitet haben und die auch nicht das Ziel gefährdet haben, keine weitere Neuverschuldung durchzuführen. Drittens haben wir die Nettokreditaufnahme nicht erhöht. Ich glaube, das ist wichtig als Signal für das Jahr 2015, wo wir mit der schwarzen Null kommen. Viertens, die Opposition befindet sich intellektuell bereits in der Sommerpause. Wenn man sich das einmal anguckt, was uns hier die Redner geboten haben bisher und auch in der letzten Woche, das war ein Kessel Buntes, alles mal ein bisschen erwähnt, aber am Ende war es ein bisschen müde. Von mir, einem Sozialdemokraten, kann man vielleicht auch nicht was anderes erwarten. Wenn man sich jetzt aber mal die Haus- und Hofpostille von Linken und Grünen anguckt, die Taz, da ist ja nun ein Wunder. Da ist ja nur ein wunderbarer Artikel erschienen, die denn dann entsprechend mal ihre Arbeit bewertet haben. Sie schreiben dann Opposition. Sie streiten mit und untereinander. Es fehlen knallige Themen. Linke und Grüne im Bundestag bieten ein schwaches Bild. Die Suchenden. Naja, es klang nicht so, als hätten sie irgendwas gefunden. Jedenfalls waren die Reden der letzten Tage nicht danach. Und wenn man sich das mal anguckt, wir haben ja den Kollegen Kindler hier gehört, da sagt dann die Taz, nicht ich, nicht, dass Hofreiter mit seiner Leistung eher mäßig um die Ecke kommt, aber als Blitzableiter vortrefflich von den Schwächen und den inhaltlichen Lücken bei den Grünen ablenkt. Die Lage bei den Grünen ähnelt der nach einer Palastrevolution. Die gefürchteten Herrscher, ich glaube, damit ist Claudia gemeint und Jürgen, sind weg. Endlich Freiheit für alle Kleingehaltenen. Doch nach der ersten Euphorie wird klar, niemand kann das Vakuum füllen. Klang heute auch nicht anders. Dann wird da weitergeschrieben, Winfried Kretschmann erklärt, die Grünen müssten versuchen, die Energiewende im Konsens mit voranzutreiben. Dann sagt er nach den Verhandlungen mit Sigmar Gabriel, das ist uns heute gut gelungen, versicherte Kretschmann. 12 Stunden später, 12 Stunden ist nicht viel, klang das bei Hofreiter komplett anders. Die Reform bleibe falsch, schimpft er. Das Tempo der Energiewende wird verringert. Die Ausbauziele sind so niedrig. Wenn man das von der Taz liest, finde ich, ist das schon einmal ehrliche Kritik aus ihrem eigenen Lager. Das kann man ja annehmen. Bei den Linken fällt das nicht deutlich besser aus. Die reden da von einem Streit innerhalb der Linken, hat etwas von einer Ehekrise im Endstadium. Wenn das so weitergeht, halten uns viele für nicht mehr wählbar und Ähnliches. Dann geht es so schön weiter mit, da steht hier, Revanche, Rache, Beleidigung, damit hält sich die Linkspartei gerade auf. Wenn man sich das anguckt, dann wird man feststellen, dass das vielleicht auch einer der Gründe ist, warum die Linken hier kein Konzept vorgelegt haben, warum die Grünen kein Konzept vorgelegt haben, warum wir immer diesen Kessel Buntes haben, aber nichts in der Substanz, was uns nun noch mal ernsthaft ins Schwitzen bringt, was uns fordert. Das finde ich schade, weil eigentlich schärft es ja auch die Debatte. Wenn wir uns denn dann aber mit der Kritik auseinandersetzen, insbesondere zum Beispiel von den Grünen zum Thema EEG oder Ausnahmeregelungen für energieintensive Unternehmen oder die geringe Förderung für die maritime Wirtschaft, die sie fordern, ernsthafterweise, das kann in diesem Land gar keiner wollen. Wir sind eine Industrienation, wir leben vom Export, wir leben von wettbewerbsfähiger Industrie. Wenn Sie da die Axt dranlegen wollen, können Sie das gerne luftig begründen. Am Ende kostet uns das Hunderttausende von Arbeitsplätzen, es kostet viele Steuereinnahmen und dann werden Sie eine schwarze Null nie halten. Dann werden Sie immer Schulden machen müssen, um klarzukommen. Und wenn man denn dann sich das einmal anguckt, dann kann man sich vieles wünschen. Aber hier auf der einen Seite vom Subventionsabbau zu reden, aber auf der anderen Seite damit zu sagen, dass die deutsche Industrie im internationalen Wettbewerb nicht marktfähig sein wird, nicht die Chancen hat, die sie haben muss, die brauchen nur ein Level Playing Field, die brauchen gleiche Spielregeln. Das ist schon relativ schwierig. Wir haben in Deutschland höhere Löhne, das ist gut so. Wir haben hier in Deutschland andere Randbedingungen, an denen wir alle gearbeitet haben. Aber das noch weiter zu verschärfen, noch schlechter zu machen, führt dazu, dass die steuerliche Basis, auf der das hier alles beruht, erodiert. Und das, meine lieben Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, sollten sich vorher überlegen, bevor sie in ihren Kessel Buntes noch so viel Grünes da reinmischen.
Wenn wir uns das hier angucken, dann ist es so, dass wir hier gezeigt haben als Sozialdemokraten zusammen mit der CDU, CSU, dass wir trotz der Mehrbelastung einen vernünftigen, einen soliden Haushalt für 2014 vorgelegt haben. Das war viel harte Arbeit, das war Disziplin. Ich glaube, dass die Koalition, dass der Finanzminister daran gemessen werden wird, dass wir diese schwarze Null, die wir für 2015, 2016, 2017 versprochen haben, auch einhalten. Das werden wir alle tun. Da werden wir alle hart dran arbeiten. Für uns Sozialdemokraten ist das ein zentrales Element im Hinblick auf die Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Ein Haushalt ohne neue Schulden. Ich glaube, dass das etwas ist, worauf sich diese Koalition geeinigt hat. Diese Koalition hat daran gearbeitet. Die Haushaltsberatungen haben gezeigt, wir sind auf einem guten Wege. Ich möchte mich noch einmal ganz herzlich bei allen Kolleginnen und Kollegen, die daran mitgewirkt haben, bedanken. Norbert, das war gut, das haben wir gut hingekriegt. Machen wir weiter. Vielen Dank. Soweit Johannes Kahrs für die SPD, deren haushaltspolitischer Sprecher er ist. Und nun der zuständige Minister, Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, CDU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, zum gegen Ende dieser Haushaltsdebatte möchte ich mich zunächst auch einmal bedanken bei den Mitgliedern im Haushaltsausschuss, vor allem bei Ihrem Vorsitzenden, für die bei allem notwendigen Streit gute kollegiale Zusammenarbeit, bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Sekretariat des Haushaltsausschusses so sehr wie in den Ministerien der Bundesregierung und dem Bundesfinanzministerium. Es ist eine intensive Arbeit. Wir mussten unter Hochdruck arbeiten. Wir haben am Anfang der Debatte schon darüber gesprochen, dass wir ja in diesem Jahr wegen der Wahlen im vergangenen Jahr mit der Verabschiedung des Haushalts später sind als normalerweise. Den Haushaltsentwurf für 2015 wird die Bundesregierung in der kommenden Woche beschließen im Kabinett. Mit diesem Haushalt sind wir auf einem wichtigen Schritt. In der Konsolidierung unseres Bundeshaushalts kommen wir voran. Das ist ein wichtiger, notwendiger Schritt. Ich will doch daran erinnern, dass wir seit 2010 die Ausgaben im Bundeshaushalt insgesamt nicht erhöht haben, sondern dass wir immer noch unter dem Ausgabenniveau des Haushalts 2010 liegen und dass wir eine Menge von Anstrengungen unternommen haben, um mit einem Haushalt, der eben zukunftsfest ist und Vorsorge für die Zukunft leistet, unserer Verantwortung gerecht zu werden. Wir wissen, dass wir bei der gegebenen demografischen Entwicklung im Altersaufbau unserer Bevölkerung uns nicht immer mehr Schulden aufhäufen dürfen, wenn wir unserer Verantwortung für die Zukunft gerecht werden wollen. Herr Kollege Kinder, Sie sind noch ein junger Mann, aber wenn Sie mal eine Glatze haben, dann wollen wir immer noch dafür Vorsorge getragen haben mit den Entscheidungen, die wir jetzt treffen. Nicht? Und deswegen müssen wir bei unseren Entscheidungen daran denken. Ich will, ja gut, das ist der Vorteil der Jugend und das ändert sich im Laufe, es ist ja ein Vorteil, der von Monat zu Monat kleiner wird. Daran ist leider auch nichts zu ändern. Aber jetzt im Ernst. Unsere Politik der Haushaltskonsolidierung, und das ist das Entscheidende, das ist natürlich das entscheidende Element der Vorsorge für die Zukunft, leistet einen notwendigen, unverzichtbaren Beitrag, dass wir unsere Verantwortung für nachhaltiges Wachstum in unserem Land sicherstellen. Wir dürfen uns überhaupt keine Illusionen machen. Die Weltwirtschaft verändert sich, und die Rahmenbedingungen für das Wirtschaften und für wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit durch den rasend schnellen Wandel, das Innovationstempo in allen Bereichen der technischen Entwicklung, insbesondere natürlich durch die Informationsverarbeitung, durch die moderne Informations- und Kommunikationstechnologie in einem Maße, wie das viele gar nicht begriffen haben. Arbeitsmärkte verändern sich in einem Maße weltweit durch die Tatsache, dass wir in immer mehr Branchen, gerade auch durch diese Veränderung, ein globales Angebot an Arbeitskräften haben, zu völlig anderen Wettbewerbspreisen als in unseren
relativ geordneten Wohlstands- und Sozialgesellschaften in Europa. Und unter diesen Wettbewerbsbedingungen müssen wir Vollbeschäftigung, Perspektiven für junge Menschen ermöglichen, müssen die Jugendarbeitslosigkeit überall in Europa erfolgreicher beschäftigen. Das sind die eigentlichen Herausforderungen. Und dafür müssen wir von der Finanzpolitik entsprechend die Weichen stellen. Und nun gibt es unter den Ökonomen einen großen Streit zwischen den beiden Schulen. Die einen, die glauben, man könne die Probleme der Ökonomie am besten dadurch lösen, dass man immer mehr öffentliche Nachfrage schafft, egal wie man sie finanziert. Und es gibt die andere Meinung, die insbesondere, aber nicht zuletzt in der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, der Notenbank vertreten wird, dass in Wahrheit die zunehmend auch die Ökonomen vertreten, ein Übermaß an Verschuldung Wachstum nicht mehr ermöglicht, sondern gefährdet und sogar zerstört. Und wenn man nun weiß, dass wir in den Industrieländern, wenn ich einmal öffentliche Verschuldung und private Verschuldung der Unternehmen und der privaten Haushalte zusammennehme, an einem Verschuldungsniveau liegen, wo wir eher auf dem Rekordniveau im Verhältnis zur gesamtwirtschaftlichen Leistungskraft am Ende des Zweiten Weltkriegs liegen, meine Damen und Herren, dann sollte man international nicht bestreiten. Es gibt übrigens eine große Übereinstimmung auch im Kreise der G20, der Finanzminister, dass wir nachhaltige Rückführung der zu hohen Verschuldung eine notwendige, unerlässliche Voraussetzung ist, wenn wir dauerhaftes Wachstum in der Welt gewährleisten wollen. Darum geht es nicht um kurzfristige Blasen, sondern um dauerhaftes Wachstum. Man kann es im Übrigen auch in Deutschland versuchen. Es ist nicht per Zufall, sondern es hat seinen Zusammenhang, dass wir in Europa nicht nur Stabilitätsanker, sondern Wachstumslokomotive sind. Wir hatten mit den größten Einbruch in der gesamtwirtschaftlichen Leistungskraft als Folge der Finanz- und Bankenkrise 2009. Das ist ja völlig logisch, weil wir stärker in den Export eingebunden sind als andere und eine weltwirtschaftliche Krise natürlich dann uns auch stärker betrifft. Über 5% Rückgang unseres Volkseinkommens. Wir sind besser und schneller herausgekommen als andere. Und deswegen zeigt sich, finanzpolitische Solidität ist nicht das Gegensatz zu Wachstum, sondern es ist eine Voraussetzung. Und heute haben wir bessere Wachstumsraten als andere. Wir liegen, wir haben es am Dienstag schon gemeinsam diskutiert, am oberen Rand dessen, was als nachhaltiges Wachstum bei den gegebenen Voraussetzungen in Deutschland möglich ist. Wir haben das Vertrauen der Investoren zurückgewonnen. Auch das ist ein Grund, warum die Zinsen so fast zu nieder sind im langfristigen Vergleich. Wir haben ein Vertrauen bei den Konsumenten, wir haben eine Privatnachfrage, wie wir sie lange eigentlich nie in diesem Maß hatten. Das trägt den Aufschwung in Deutschland. Denn das Wachstum in Deutschland ist nicht durch Überschüsse, Exportüberschüsse getragen, sondern zu mehr als 90% durch die Steigerung der Inlandsnachfrage. Wenn man diese Zusammenhänge sieht, dann weiß man, dass diese Finanzpolitik vielleicht nicht so kreativ ist in dem Sinne, dass wir jeden Tag was anderes machen. Wir machen nicht jeden Tag das Gegenteil von dem, was wir gestern gemacht haben. Das nennt man dann aber eher Zickzackpolitik, sondern wir sind stetig, verlässlich. Und wenn wir uns vornehmen, wir gehen diesen Weg konsequent, dann machen wir es und wir schaffen damit Vertrauen. Und Vertrauen wiederum ist die wichtigste Ressource für eine nachhaltig, verlässlich wachsende Wirtschaft. Wir dürfen übrigens nicht glauben, dass die Verhältnisse einfach werden. Wir geben. Ich habe mir das auch überlegt mit dem Griff in die Sozialkassen. Wissen Sie, also das Argument ist so ermüdend, dass man nicht mehr darauf eingehen mag. Ja, wir geben, je nachdem, wie Sie sehen, allein der Zuschuss zur gesetzlichen Renten- und Krankenversicherung ist ein Drittel des Bundeshaushalts. Ein Drittel. Ja gut, ich meine, wenn er über 100% ist, haben wir ein Problem. Darauf muss ich aufmerksam machen, nicht? Falls Sie noch Grundrechenarten beherrschen. Wir eine Gesellschaft, wenn wir unser Niveau an Wohlstand und sozialer Sicherheit aufrechterhalten wollen, muss die Wirtschaft wettbewerbsfähig bleiben und die öffentlichen Haushalte leistungsfähig sein. Sonst ist es nicht aufrechtzuerhalten. Das ist die notwendige Voraussetzung. Und deswegen müssen wir das, was wir uns an sozialer Sicherheit leisten wollen und müssen wir auch erwirtschaften. Deswegen müssen wir darauf achten, dass unsere Wirtschaft wettbewerbsfähig bleibt. Deswegen ist es wichtig, und es passt zusammen, dass wir heute einen wichtigen Schritt auch in der Energiepolitik gemacht haben, weil wir ohne wettbewerbsfähige Energie natürlich auch nicht wettbewerbsfähig sind. Wir haben in dieser gemeinsamen Regierung der Großen Koalition
uns vorgenommen, durch eine abgestimmte, kohärente Politik Schritt für Schritt dafür zu sorgen, dass wir unter schwierigen Rahmenbedingungen weltwirtschaftlich dauerhaftes Wachstum gewährleisten und den erreichten Lebensstandard zukunftsfest zu machen und um die soziale Sicherheit bestandskräftig zu machen, auch in einer Zeit voller Veränderungen. Und das schafft Vertrauen, das spüren die Menschen in unserem Lande, denn die Menschen haben das Gefühl, wenn wir einigermaßen dieses Niveau, was wir haben, in die kommenden Jahre fortschreiben können, ist das gut. Und dazu meine letzte Bemerkung dann auch in dieser Haushaltsdebatte. Gerade auch am Tag, wo die europäischen Staats- und Regierungschefs darum ringen, wie die Weichenstellungen für die Zukunft für die kommenden 5 Jahre in Europa gestellt werden. Wir werden das in Deutschland für Deutschland nicht schaffen, wenn es uns nicht gelingt, auch Europa auf diesem Kurs zu halten. Kein europäisches Land ist alleine in der Lage, in dieser so eng vernetzten Welt seinen Interessen gerecht zu werden, seine Verantwortung wahrzunehmen. Wir können es nur gemeinsam tun. Und dazu brauchen wir nicht ein deutsches Europa, aber ein starkes. Und deswegen kämpfen wir dafür, wie wir auch in Europa durch Strukturreformen, durch Verbesserungen institutioneller Rahmenbedingungen, wo notwendig und in einigen Ländern ist es dringend notwendig, und durch eine Rückführung der zu hohen Verschuldung der öffentlichen Haushalte wie der privaten und der Unternehmen und der privaten Haushalte Nachhaltigkeit, Verlässlichkeit und neues Vertrauen schaffen. Das ist der Weg, den wir gehen, Schritt für Schritt. Und damit leisten wir auch die beste Vorsorge dagegen, dass wir die Demokratie in Europa, die wir uns errungen haben, und wir sind schließlich auch, glaube ich, in einem Zeitraum, wo wir vor 100 Jahren gerade das Elend mit einem Attentat in Sarajevo begann, wir leisten die beste Vorsorge dafür, dass wir die Demokratie in diesem Lande nicht wieder den Rattenfängern und den Demagogen überlassen, sondern dass es stabil bleibt. Auch dazu leistet unsere Finanzpolitik einen Beitrag. Darum bemühen wir uns im demokratischen Wettbewerb. Das haben wir eine Woche lang getan. Und ich glaube, wir können es alle in dem Gefühl tun, dass wir uns darum bringen, in gemeinsamer Verantwortung das Beste für unser Land zu erzielen. Herzlichen Dank. Die Rede des Finanzministers, das war Wolfgang Schäuble, hier für die Bundesregierung. Ihm antworten wird jetzt für die Fraktion Die Linke deren haushaltspolitischer Sprecher Roland Klaus. Der Kollege Roland Klaus von den Linken spricht als Nächster. Herr Präsident, meine Damen und Herren, so viel Beifall motiviert natürlich auch die Opposition. Eine neue Gottheit war über dem Bundestag in dieser Haushaltswoche. Ich meine die von Ihnen so viel gepriesene schwarze Null. Und ich will hier deutlich sagen, auch wir reden natürlich nicht dem Schuldenmachen das Wort. Aber mit dem Lebensalltag der aller Menschen in diesem Lande hat diese schwarze Null nicht viel zu tun, meine Damen und Herren. Und die Unterordnung aller anderen gesellschaftspolitischen Ziele unter diesen Schuldenabbau ist keine Gestaltungspolitik und deshalb falsch. Unser Fazit dieser Beratungen heißt: ein Haushalt der sozialen Spaltung, ein Haushalt der Zukunftsunfähigkeit und ein Haushalt, der den Osten weiter abhängt. Und dazu sagen wir Ihnen so nicht, meine Damen und Herren. Zudem haben Sie mit der Haushaltsaufstellung die Öffentlichkeit getäuscht und, ich denke, im Parlament den Akt des organisierten Selbstbetruges betrieben. Und da hilft es auch nicht, Kollege Kahrs, wenn Sie davon mit vermeintlicher Kritik an der Opposition von diesem organisierten Selbstbetrug hier ablenken wollen. Ein Haushalt der sozialen Spaltung, denn
Vergeblich sucht man im Haushalt nach Einnahmen aus einer Millionärsteuer, aus einem stärkeren Heranziehen der Leistungsstärksten in diesem Land. Das wäre die Möglichkeit, neue Spielräume zu schaffen. Und wo Sie denn schon mal etwas bessern, wie bei der Mütterrente, da nehmen Sie in zynischer Weise in der Regel die sozial Benachteiligten aus. Ein Haushalt der Zukunftsunfähigkeit, denn der Investitionsanteil sinkt, die Mautannahmen sind sehr unsicher. Und für die Förderung des Mittelstandes in dem von uns alle viel gelobten zentralen Innovationsprogramm Mittelstand haben Sie gerade mal ein Drittel des Geldes eingestellt, das Sie an Subventionen für die Luft- und Raumfahrt haben. Das hat nichts mit gerechter Politik zu tun, meine Damen und Herren. Und wenn Sie denn schon mal eine gute Entscheidung treffen, dann reden Sie nicht mehr drüber. Weil Sie nicht mehr drüber reden, müssen wir drüber reden. Und ich meine an dieser Stelle den abgesagten Börsengang der Bahn. Ja, da wird mir manchmal zugerufen, das sei ein alter Hut. Und da sage ich, ja, ein alter Hut unter inzwischen vielen Glatzen. Aber man muss doch dazu sagen, noch vor wenigen Jahren hielten Sie doch das alle für den Königsweg, den wir gehen wollen. Und wo Sie es nicht mehr ansprechen, werden wir es zur Sprache bringen. Ein Haushalt, der den Osten weiter abhängt. Denn das Problem der Rentenangleichung haben Sie nicht mal angefasst, sondern wollen Sie es irgendwann nach Prüfung wieder zur Sprache bringen. Und bei der Mütterrente leisten Sie sich den wirklich nicht hinzunehmenden Fakt, zwischen Ost und West nach 24 Jahren deutscher Einheit immer noch einen solchen Unterschied einzubauen. Dann haben Sie zu verantworten Tricks bei der Haushaltsaufstellung. Sie haben die Steuerschätzung von Fachleuten ignoriert. Sie haben die Zinsen heruntergerechnet. Und wir haben im Ausschuss, wie ich finde, selten so eine dreiste Irreführung erlebt. Das ist auch ein bisschen eine Beleidigung für eine konstruktive Opposition. Und deshalb sagen wir Ihnen, organisierter Selbstbetrug. Die Bundesregierung und die Koalition kennen ja beim Beschreiben gesellschaftlicher Zustände nur noch drei Aggregatzustände. Entweder ist es gut oder ist es auf einem guten Weg oder es ist alternativlos. Wir sagen Ihnen, was die Koalition hier abliefert, ist weder gut noch auf einem guten Weg und schon gar nicht. Und zum Glück ist es alternativlos. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Hans Ulrich. Soweit Roland Klaus für die Fraktion Die Linke. Nächster Redner ist jetzt Hans Ulrich Krüger für die SPD. Liebe Kolleginnen und Kollegen, heute verabschieden wir mit dem Bundeshaushalt 2014 den ersten Haushalt der Großen Koalition in dieser Wahlperiode. Wir verabschieden einen gelungenen Haushalt, der zu Recht auch den Anspruch erheben kann, wichtige Vereinbarungen des Koalitionsvertrages umgesetzt zu haben. Mit dem bereits mehrfach angesprochenen Ausgabevolumen von 296,5 Milliarden Euro ist dieser Haushalt exakt 11,3 Milliarden Euro geringer als der des Haushaltsjahres 2013. Und selbst wenn wir den Sondereffekt der Aufbauhilfe zur Behebung der Schäden des Hochwassers einbeziehen, bleibt er geringer als der des Jahres 2013. Das ist meines Erachtens bemerkenswert. Mit einer Nettokreditaufnahme von 6,5 Milliarden Euro ist der Weg in einen Haushalt ohne Schulden in 2015 hervorragend geebnet. Ich darf darauf verweisen, noch in dem bis 2016 reichenden Finanzplan war diese Nettokreditaufnahme von 6,5 mit 13,1 prognostiziert. Auch eine Zahl, die fast das Doppelte dessen ist, was heute nun steht. Das heißt also, der diesjährige Haushalt ist ambitioniert. Und nun gab es allerdings, in den verschiedenen Reden klang das heute ja auch an, im Haushaltsausschuss, aber auch in der Presse Stimmen, die eine Nettokreditaufnahme von, ich sage es in Gänsefüßchen nur, 6,5 Milliarden Euro als überholt ansahen, da in der Tat mehrere unvorhersehbare Ereignisse einen zusätzlichen Fehlbetrag von etwa 3,5 Milliarden Euro generierten. Jawohl. Ich darf daran erinnern, es war die Entscheidung des Finanzgerichts Hamburg im April dieses Jahres zur Brennstoffsteuer. Wir sind der Überzeugung, dass wir im Rechtsmittelverfahren sehr gute Karten haben und obsiegen werden. Aber angesichts der Tatsache, dass es sich hier um die Aussetzung der, bzw. Aufhebung der Vollziehung handelte, mussten vorläufig erstmal oder vorerst
2,2 Milliarden Euro erstattet werden. Ich erinnere daran, dass wir 600 Millionen Euro mehr an die EU abzuführen hatten. Ich erinnere daran, dass Mindereinnahmen des Bundes von insgesamt 700 Millionen anstanden. Und ich erinnere daran, dass dieser Staat, der nur seine Leistungen mit Hilfe qualifizierten Personals erbringen kann, durch die Tarifeinigung inklusive der Übertragung auf die Beamtengehälter 500 Mio. Zusätzlich annehmen oder in Angriff nehmen musste. Aber trotzdem waren wir, und zwar spreche ich da für die Haushalte von SPD und CDU, darüber einig, dass wir trotz dieser Haushaltsmehrbelastungen am Konsolidierungskurs festhalten wollten, vor allem im Hinblick darauf, um 2015 ohne Neuverschuldung auskommen zu können. Kurzum, das ist gelungen. Natürlich ist dies gelungen auch, weil uns dort einige Positiveffekte zur Seite standen, beispielsweise die 1,2 Milliarden Euro an geringeren Zinslasten, beispielsweise Bußen an Kartellstrafen, beispielsweise infolge der guten Konjunktur geringere Aufwendungen für das Arbeitslosengeld II. Aber gleichwohl, dieser Haushalt ist standfest. Und das ist gut so. Und es ist mir nicht gelungen, einen standfesten Haushalt hier zu verabschieden bzw. zur Verabschiedung zu stellen und die Mehrbelastungen und Lücken zu schließen. Wir haben auch Impulse gesetzt. Ich darf, und das kann man meines Erachtens gar nicht oft genug erwähnen, noch einmal daran erinnern, dass wir für das Technische Hilfswerk 10 Millionen Euro zusätzlich veranschlagt haben, dass wir denjenigen Männern und Frauen, die im Katastrophenfall ihre Knochen hinhalten, salopp gesagt, das Signal geben, jawohl, wir sind mit euch solidarisch, eure Arbeit wird anerkannt, euer Ehrenamt wird hier honoriert. Und das ist richtig, das ist gut so. Ich darf daran erinnern, dass wir die Integrationskurse mit 40 Millionen Euro dotiert haben. Viele von Ihnen, auch ich, haben Träger der Erwachsenenbildung in ihren Wahlkreisen. Und Sie alle wissen, was diese Träger an guter Arbeit leisten, um Zuwanderinnen und Zuwanderern eine Chance zu geben, gleichberechtigt hier ihre Zukunft zu gestalten. Das ist einmal ethisch und moralisch geboten, aber auch volkswirtschaftlich unabdingbar, wenn ich daran denke, wie in welchem Maße wir auf die Qualität von Zuwanderung und Zuwanderung selbst angewiesen sein werden. Die 10 Millionen zur Stärkung, weiteren 10 Millionen zur Stärkung der Bundeszentrale für politische Bildung sind ein weiterer unverzichtbarer Beitrag zur Stärkung Demokratieförderung. 85 Millionen für den Rückbau atomarer Forschungsreaktoren, 90 Millionen plus an die Kultur und eine kleine Summe, aber wichtig, 2,5 Millionen für die Finanzmarktwächter. Finanzmarktwächter, die wir also bei den Verbraucherzentralen ansiedeln wollen, allein um den Menschen in diesem Lande im Stich zu lassen, denn ob Lebensversicherungen, Ratenkredite, Fonds, vielfach ist es der Verbraucher, der kaum noch durchblickt und das Nachsehen hat. Und hier müssen wir auch, um ein Frühwarnsystem für uns zu etablieren, etwas tun. Und das haben wir mit diesem Haushalt getan. Zusätzlich also zu den bereits durchgesetzten prioritären Maßnahmen, ein Teil wurde ja auch seitens der Opposition schon anerkennend erwähnt, haben wir nur noch zusätzliche Mittel in der Verkehrsinfrastruktur von 500 Millionen, im Städtebauprogramm 700 Millionen mit dem Teilaspekt soziale Stadt. Das sind alles Dinge, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir uns heute auf die Zukunft vorbereiten. Und natürlich gehört auch das Elterngeld dazu. Und die 500 Millionen Euro mehr dafür sind unabdingbar, wenn wir wollen, dass immer mehr aktive Väter, immer mehr erwerbstätige Frauen da nun auch hier sich der Familie zuwenden und die Möglichkeit haben, Beruf und Familie zu vereinbaren. Sie sehen, dieser Haushalt ist ambitioniert, er bringt uns voran und er ist wegweisend für den schuldenfreien Haushalt. Und ich darf Ihnen versichern, es werden eher auf dem Kopf eines parlamentarischen Staatssekretärs wieder Haare wachsen, als dass wir uns von dem Ziel verabschieden, hier nicht mit einem schuldenfreien Haushalt in das Jahr 2015 zu gehen. Sie sehen, ich habe natürlich das Wort Glatze vermieden. Ich danke Ihnen. Hans-Ulrich Krüger war das für die SPD-Fraktion. Nach ihm jetzt Tobias Lindner, Bündnis 90, die Grünen. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Tobias Lindner, Bündnis 90, die Grünen. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren!
In Haushaltsdebatten geht es ja gewöhnlich um Zahlen. Und die Zahl, die wir in dieser Woche vor allem von den Kollegen der CDU am häufigsten gehört haben, es waren 6,5 Milliarden Euro. Die Koalition feiert sich. Sie haben, so tun sie, alles gegeben, noch zutiefst in der Bereinigungsnacht gesucht, um am Ende, wenn sie einen Strich bilden, egal wie sie es tun, 6,5 Milliarden Euro Neuverschuldung zu haben. Sie haben nicht nach rechts geschaut, sie haben nicht nach links geschaut, sie haben vor allem nicht nach unten geschaut. Und hätten sie nach unten geschaut, dann würden sie eins merken: Dieser Haushalt, Ihr Haushaltsentwurf, der ist auf Sand gebaut. Das ist eine Geisterfahrt, die Sie unternehmen. Sie rechnen mit 800 Millionen Euro fiktiven Steuereinnahmen. Und man kann dann ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, noch über Prognosen, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen, da kann man ja unterschiedlicher Meinung vielleicht sein. Aber eines werden Sie nicht erklären können: Warum stellen Sie montags, als Sie den Einzelplan 60 beraten haben, noch die korrekten Werte der Steuerschätzung ein und haben dann in der Nacht der Bereinigungssitzung um 0.30 Uhr auf einmal einen Geistesblitz ohne Vorankündigung, wie Manna vom Himmel fielen da 800 Millionen Euro fiktive Steuereinnahmen runter? Das ist alles andere als seriös. Nein, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, von der SPD, Sie haben in dieser Nacht nach einem Strohhalm gesucht. Sie hätten sich, wenn es geholfen hätte, alle eine Glatze wie Steffen Kampeter zugelegt, nur um diese 6,5 Milliarden Euro zu erreichen, egal ob sie eintreten und wie sie eintreten werden. Und das ist alles andere als seriös. Sie haben aber nicht nur nicht nach unten geschaut und den Treibsand unter Ihrem Haushaltsentwurf entdeckt. Nein, Sie haben auch nicht nach links und nicht nach rechts geschaut und vor allem nicht nach vorne. Sie sind überkrustete Strukturen nicht angegangen. Sie haben sich keine Gedanken darüber gemacht, welche Subventionen man streichen kann. Und vor allem haben Sie auch Förderprogramme, Investitionshilfen nicht konsequent auf den Mittelstand, der sie nämlich braucht, ausgerichtet, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir Grüne haben in diesen Haushaltsberatungen eins deutlich gemacht. Wir halten 6,5 Milliarden Euro Neuverschuldung ein, aber wir blicken dabei nach vorne. Wir haben Ausgaben priorisiert, wir haben Subventionen gekürzt, wir haben uns bei Einnahmen Gedanken darüber gemacht, wie man einen besseren, effizienteren Steuervollzug haben kann und dass man die Abgeltungssteuer endlich wieder abschaffen kann, wieder einführen kann mit diesen 25%. Das ist im Zeitalter des Informationsaustauschs nicht mehr notwendig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vor allem haben wir aber eins gezeigt mit unseren Anträgen. Wir haben gezeigt, dass man mit 6,5 Milliarden Euro Nettokreditaufnahme mit einer grünen Null Schwerpunkte setzen kann für mehr Bildung und Forschung, für mehr Teilhabe, für Energie und Klima und für weniger Geld beispielsweise in Rüstungsprojekten. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist ein Haushalt, der nachhaltig finanziert, sozial gerecht und vor allem auf die Zukunft ausgerichtet ist. Was Sie uns dagegen vorgelegt haben, das sind mehrere hundert Seiten Papier, das ist ein in Zahlen gegossener Beweis einer mutlosen Politik. Nein, zukunftsfähige Haushaltspolitik geht anders. Grüne Haushaltspolitik steht für finanzielle Nachhaltigkeit, für Zukunftsorientierung und für soziale Gerechtigkeit. Ich danke Ihnen. Soweit Tobias Lindner, Bündnis 90 Die Grünen. Nächster Redner ist jetzt Carsten Körber für die CDU-CSU. Exakt und präzise einzuhalten. Nächster Redner ist der Kollege Carsten Körber, CDU-CSU. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Haushaltsausschuss hat den Etat 2014 ausführlich beraten. Das Plenum wird ihn hier in Kürze beschließen. Und ich stelle fest, der Haushalt 2014 ist ein guter Haushalt. Aber was ist ein guter Haushalt? Wie ich finde, eine durchaus berechtigte Frage.
Lassen Sie mich eine Annäherung an diese Frage versuchen. Ein Haushalt ist immer dann ein guter Haushalt, wenn er auf nichts Notwendiges verzichtet, zugleich aber auch nichts Überflüssiges beinhaltet. Das ist die Ausgabenseite. Auf der Einnahmenseite gilt es, die notwendigen Einnahmen zu generieren, die zur Finanzierung der als erforderlich festgestellten Ausgaben nötig sind. Und das hat so zugeschehen, dass durch Steuern und Abgaben weder die Bürger noch die Wirtschaft über die Maßen belastet und in ihrer finanziellen und wirtschaftlichen Handlungsfähigkeit beschnitten werden. Zudem gilt, dass die nachfolgenden Generationen nicht durch rücksichtsloses Schuldenmachen in unzulässiger Weise belastet werden. Die Geschichte der Bundesrepublik zeigt jedoch, dass gerade Letzteres im Laufe der Jahre nicht immer Maßstab politischen Handelns gewesen ist. 1969, das Jahr des letzten schuldenfreien Haushalts. Danach begann der fatale Marsch in den Schuldenstaat, beginnend unter der Kanzlerschaft von Willy Brandt. Aber die Große Koalition zeigt nun, dass ein immer weiter so nicht sein muss und nicht sein darf. Wir reißen das Ruder herum. Als Union steuern wir diesen Kurs bereits erfolgreich seit zwei Legislaturperioden. Und es ist Land in Sicht. Das Fahrwasser wird ruhiger, trotz Euro- und Bankenkrise. Die schwarze Null steht am Horizont 2015. Dieses Ziel zu erreichen ist und bleibt harte Arbeit. Als Große Koalition sind aber wir genau die Richtigen für diesen Job. Denn seien wir ehrlich, Grünen und Linken ist das nicht zuzutrauen. Sie können es einfach nicht, nicht mal als Juniorpartner. Das hat die Linke jahrelang in Berlin ebenso eindrucksvoll wie ernüchternd bewiesen. Und was die Grünen derzeit in Baden-Württemberg anrichten, spottet auch jeder Beschreibung. Mit solidem oder gar ernsthaftem Regierungshandeln hat das nichts zu tun, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ganz anders die Große Koalition, das zeigt der vorliegende Etat. Wir tragen Verantwortung, nicht nur für die Menschen in unserem Land, auch für die Stabilität des Euro. Denn eine solide Haushaltspolitik in Deutschland und das Vertrauen in eine sichere Gemeinschaftswährung sind zwei Seiten ein und derselben Medaille. Unsere europäischen Partner schauen auf uns, und sie schauen auch auf unsere Haushaltspolitik. Ist sie solide und klug durchfinanziert, wie im aktuellen Etat, stärken wir auch unsere gemeinsame Währung, den Euro. Und dies ist umso wichtiger vor dem Hintergrund, dass der Euro eben nicht bloß eine rein fiskalische Größe ist, sondern dass wir jeden Tag täglich greifbares Symbol für das Zusammenwachsen eines Kontinents in Frieden und in Freiheit. Deshalb, meine sehr geehrten Damen und Herren von der Opposition, lassen Sie es sich gesagt sein. Die solide Haushaltspolitik unserer Koalition ist gut für unser Land, sie ist gut für die Eurozone und sie ist gut für die Europäische Union. Dieses Vertrauen in unsere Politik zu stärken, ist entscheidende Aufgabe und Verpflichtung. Und dieses Signal sendet auch der Bundeshaushalt 2014. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir deshalb auch nicht denen folgen dürfen, die immer wieder eine Aufweichung des Stabilitätspaktes fordern. Pacta sunt servanda, das wussten schon die alten Römer. Deshalb darf es keine zeitliche Streckung bei der Rückzahlung der Schulden geben. Diese leidige und gefährliche Diskussion kocht ja dieser Tage gerade wieder hoch. Dies ist eine Debatte der europäischen Linken, die kein Mensch braucht. Genauso wenig wie die ein oder andere
Äußerung des ein oder anderen Politikers aus diesem Hause zu diesem Thema. Doch solange unsere Kanzlerin Angela Merkel heißt, bin ich zuversichtlich, dass wir uns auch hier auf keine Abenteuer einlassen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich stehe hier vor Ihnen als der jüngste Haushälter der Union. Noch habe ich keine grauen Haare und noch habe ich auch keine Glatze. Bei meiner Antrittsrede hier im Hohen Haus erklärte ich im April 1969 hätte es noch 10 lange Jahre gedauert, bis ich überhaupt geboren wurde. Mit diesem Satz hatte ich damals allgemeine Heiterkeit hervorgerufen. Das war auch meine Absicht. Aber im Grunde ist dies alles andere als komisch. 4 Jahrzehnte keinen ausgeglichenen Haushalt zu haben, ist erschreckend, meine Damen und Herren, das ist dramatisch. Wir haben jahrzehntelang von der Substanz und auf Kosten der kommenden Generationen gelebt. Aber ist es gerecht, Geld von jemandem auszugeben, der noch nicht mal geboren wurde? Ich finde, das ist nicht gerecht. Generationengerechtigkeit oft beschworen, aber zumeist nicht beachtet. Generationengerechtigkeit ist kein bloßes Schlagwort. Sie darf kein Etikett sein, was man irgendwo draufklebt, wenn es gerade passt. Wir müssen sie mit Leben füllen. Generationengerechtigkeit ist eines der unverrückbaren Parameter, an denen unsere Politik, an denen jede Politik zu messen ist. Und deshalb freue ich mich besonders, dass wir endlich wieder einen strukturell ausgeglichenen Haushalt haben, hier und heute. Das ist verantwortungsvoll, das ist generationengerecht und das ist gutes Regieren, meine Damen und Herren. Die schwarze Null, sie kommt. Schon nächste Woche im Kabinett und hier im Hohen Hause Ende November. Aber der Reihe nach. Heute beschließen wir den Bundeshaushalt 2040. Den ersten ausgeglichenen Haushalt seit 40 Jahren. Vielen Dank. Soweit Carsten Körber für die CDU-CSU-Fraktion. Die nächste Rednerin ist jetzt Ulrike Gottschalk für die SPD. Ulrike Gottschalk. Ja, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Zeiten, als sich die Koalitionäre als Gurkentruppe oder Wildsäue bezeichneten, sind endgültig vorbei. Die jetzigen Koalitionäre arbeiteten straight, weitsichtig, konstruktiv und zielorientiert. Wir arbeiten den vereinbarten Koalitionsvertrag Stück für Stück ab. Und wir freuen uns, dass wir heute einen Haushalt beschließen können, der strukturell ausgeglichen ist. Das ist nämlich ein wichtiger Beitrag, wir haben es schon gehört, zur Generationengerechtigkeit. Und wir, meine sehr geehrten Damen und Herren, arbeiten eben mit Hochdruck daran, unseren Kindern und Kindeskindern keine Schuldenberge zu hinterlassen. Ein stabiler Haushalt ist eine wichtige Voraussetzung für sozialen Ausgleich und wirtschaftliches Wachstum. Da gebe ich dem Finanzminister ausdrücklich recht. Wir orientieren uns an den Bedürfnissen der Menschen, und zwar nicht nur auf kurze Sicht, sondern eben auch langfristig. Und meine lieben Kolleginnen und Kollegen von der Opposition, es darf eben nicht nur um puren Aktionismus gehen, sondern wirklich auch um Nachhaltigkeit. Und wenn ich auf diese Woche und insbesondere auch auf die Generaldebatte am Mittwoch zurückblicke, dann muss ich feststellen, dass der Versuch von Ihnen, sowohl der Linken als auch der Grünen, mit Schaum vom Mund den Untergang des Abendlandes zu zeichnen, gnadenlos gescheitert ist. Als Opposition kann man natürlich immer höher, schöner, breiter, XXL fordern. Aber ich denke, Sie hatten wenig zu kritisieren, und das war auch sehr deutlich.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir Sozialdemokraten und Sozialdemokraten sind mit dem Haushalt sehr zufrieden. Und wir sind besonders stolz, dass wir wichtige sozialdemokratische Prioritäten solide gegenfinanziert unterbringen können. Lassen Sie mich ganz wenige, abgesehen von diesen Big Points, die wir drin haben, Bildung, Forschung, Städtebauförderung, Energie- und Umweltschutz, auch einige Beispiele nennen, die kleiner sind, aber die sehr viel Gutes bewirken können. Die 10 Millionen mehr für die politische Bildung. Wir sehen gerade wieder auch junge Leute, die hier im Bundestag sind. Ich würde mir wünschen, wir hätten noch viel mehr Geld zur Verfügung, um junge Leute für Politik zu begeistern. Die Integrationskurse, mehr Geld für syrische Flüchtlinge. 10 Millionen mehr fürs Technische Hilfswerk. Lassen Sie mich ein Beispiel. Mein Ortsverband hat mir zurückgesimst, als ich Ihnen die gute Nachricht überbracht habe. Oh, wunderbar, tausend Dank. Es ist weniger wie gefordert, aber mehr wie gedacht. Also so ist es genau angekommen in den Ortsverbänden und die wissen das ganz genau, wer das hingekriegt hat. Ich nenne noch das Programm Altersgerecht umbauen, eine Herzensangelegenheit der Sozialdemokraten, weil wir immer gesagt haben, wir müssen wieder Zuschüsse zahlen, weil eben ältere Menschen oft keine Kredite mehr kriegen und es nicht nur über die KfW geht. Also viele, viele Dinge, die wir auf den Weg gebracht haben und jeder einzelne Punkt, meine Damen und Herren, hilft dabei, das Leben der Menschen vor Ort zu verbessern. Wir entlasten die Länder erheblich, erwarten aber dafür, dass die wichtigen Mittel des Bundes in den Ländern auch zielgerichtet für frühkindliche Bildung, für Qualität in Kitas und eben für Bildung eingesetzt werden, auch für Hochschulen. Und hier, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, da ist wirklich jeder von uns gefordert, in seinem Land wirklich genau hinzugucken, was sein Land mit den Geldern veranstaltet. Wir wollen, dass dieses Geld in Bildung finanziert wird. Und zum Schluss, meine sehr geehrten Damen und Herren, in der nächsten Woche werden wir ja die historische Entscheidung für die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns treffen. Und darauf sind wir Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen besonders stolz, weil davon eben viele Menschen profitieren werden. Alleine in meiner Region Kassel sind es 45.000 Menschen. Aber mit dieser Einführung wird auch der Staat 7 Milliarden Euro sparen, weil wir dann eben keine Dumpinglöhne mehr subventionieren müssen. Ein riesiger Subventionsabbau. Herr Kindler, Sie haben es uns gerade vorgeworfen, wir würden keine Subventionen abbauen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich denke, das ist nachhaltige Politik für zukünftige Generationen. Und da müssen Sie uns auch nichts erzählen. Ich denke, wir haben einen ordentlichen und stabilen, einen zukunftsfesten Haushalt vorgelegt. Und ich bitte um Ihre Zustimmung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Rede von Ulrike Gottschalk für die SPD-Fraktion. Nach ihr jetzt Anja Heiduck, Bündnis 90 Die Grünen. Die Kollegin Anja Heiduck hat für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Große Koalition verschleiert, glaube ich, ein bisschen ein Problem, was sie hat in dieser Debatte. Hier ist über den Stabilitätspakt schon gesprochen worden. Und da Minister Gabriel gestern in der Wirtschaftsdebatte auch noch mal darauf hingewiesen hat, will ich mal Folgendes feststellen. Herr Gabriel, Sie haben gestern noch mal darauf verwiesen, auf die Agenda 2010, und haben natürlich Bezug genommen auf die Debatte, wie hat das Deutschland damals gehalten mit dem blauen Brief, und haben noch mal begründet, was daran notwendig war. Ich muss Ihnen sagen, diese Debatte, die Sie mitbefördert haben vorletzte Woche, in der Weise aufzuzäumen, das finde ich unklug. Weil der Verweis auf Agenda 2010 mit dem Thema Regeln einhalten und Stabilitätspakt birgt die Botschaft, dass es auch heute wieder darum gehen könnte, Regeln zu brechen. Diese Botschaft sollte man heute nicht setzen, weil der Stabilitätspakt nämlich längst geändert ist und viel flexibler ist
Und die strukturellen Reformen, von denen Sie gestern gesprochen haben, das will ich gar nicht leugnen, von denen Sie gestern gesprochen haben als wichtige Maßnahme, die sind ein Grund, auch die Kriterien flexibel auszulegen. Ich kann der Großen Koalition nur sagen, kommen Sie mal zur Einstimmigkeit zurück, was die Stabilitätspaktdebatte angeht. Nachdem der Minister da gestern noch mal so drauf verwiesen hat, haben Sie da, glaube ich, Unstimmigkeit in der Koalition. Ich kann nur sagen, wir müssen auch von Deutschland aus anderen europäischen Ländern positiv zurufen, dass natürlich Strukturreformen auch in der Verantwortung der jeweiligen nationalen Regierung liegen. Wir wollen sie selber wahrnehmen, und die müssen das auch tun. Dann möchte ich etwas dazu sagen, dass es natürlich immer um Strukturreformen geht und dass strukturelle Reformen wichtig sind. Aber ich möchte Ihnen auch sagen, was man leider auch erkennen kann, es gibt auch falsche Strukturreformen. Und dafür gibt diese Große Koalition ganz aktuell ein Beispiel. Die Rentenreform dieser Großen Koalition ist eine strukturelle falsche Reform, weil sie in die falsche Richtung wirkt. Sie belastet die Zukunft mit 160 Milliarden. Und die CDU musste heute ja lesen in einer Tageszeitung auf Seite 1, dass das Zugeständnis an die SPD mit der Rente für 63 jetzt sogar anscheinend einen legalen Schleichweg für die Rente mit 61 beinhaltet. Diese Rentenstrukturreform ist eine falsche Strukturreform. Sie hilft nicht der Konsolidierung, sie belastet die Konsolidierung. Und ich möchte da auch etwas zu Herrn Schäuble sagen, der hier viele grundsätzliche Bemerkungen gemacht hat. Diese Rentenreform ist nicht nur ungerecht, weil sie Beitragszahler und Rentenempfänger belastet. Sie kostet uns in Europa Glaubwürdigkeit. Die EU-Kommission hat angemahnt, die deutsche Regierung Anfang diesen Monats andere Dinge zu tun, das Gegenteil zu tun, von Anreizen zu geben für Frühverrentung. Sie hat gefordert, wir brauchen tragfähige Alterssicherungssysteme. Deutschland gibt aktuell ein schlechtes Beispiel ab, und das, obwohl wir wissen, dass 19 von 28 EU-Mitgliedern an ihren Alterssystemen besser arbeiten müssen. Schade, dass wir wieder auf die falsche Seite gehören. Als Letztes will ich sagen, dieser Etat, der ist nicht so gut, wie Sie sich hier selber glauben machen wollen. Der ist und bleibt zukunftsvergessen. Er ist ein Etat, der auch, was die Investitionsquote angeht, viel zu schlecht ausgestattet ist. Viele Redner, gerade der Union, haben in den letzten Tagen darauf hingewiesen, die Investitionsquote ist zu schwach. Ich kann Ihnen nur eins sagen, zu Glatze sagt man auch mal Pläte. Für Investitionen fehlt die Knete. Ändern Sie das nächste Woche. Die Kritik von Anja Heiduck, Bündnis 90 Die Grünen war das an diesem Bundeshaushalt. Nach ihr jetzt Hans Michelbach für die CDU-CSU. Hans Michelbach das Wort. Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, zu Beginn möchte ich unserem Finanzminister Dr. Wolfgang Schäuble meinen Dank aussprechen für die erfolgreiche Strategie zur weiteren Haushaltskonsolidierung und gleichzeitig dazu beglückwünschen, dass es ihm beim letzten Treffen der europäischen Finanzminister in Luxemburg gelungen ist, einen weiteren Fortschritt bei der Bekämpfung von Steuerschlupflöchern zu erreichen. In Zukunft, meine Damen und Herren, wird es multinationalen Konzernen und ihren Töchtern nicht mehr möglich sein, die unterschiedlichen Steuersysteme durch Gewinnverlagerung und Gewinnverkürzungen in Europa so zu nutzen, dass sie im Ende gar keine Unternehmenssteuern mehr zahlen. Das ist ein wichtiger Beitrag zur Steuergerechtigkeit, zur Steuerfairness und zur Wettbewerbsgerechtigkeit in Europa, meine Damen und Herren. Herr Minister, das ist ein großer Erfolg, ein Erfolg für den Wettbewerb und insbesondere für die mittelständische Wirtschaft, trotz Ihres Staatssekretärs mit Glatze. Vielen Dank. Die Einigung von Luxemburg ist damit auch ein echter Beitrag zur Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen in Deutschland. Meine Damen und Herren, die Sicherung
von Wachstum und Arbeitsplätzen ist eben auch das zentrale Anliegen der Koalition in Bezug auf diesen Haushalt. Es ist deshalb gut, dass der begonnene Kurs der Haushaltskonsolidierung unter Führung der Union konsequent fortgesetzt wird. Rekordniedrigverschuldung, strukturell ausgeglichener Haushalt durch klare Ausgabenbegrenzung, trotz Mehrleistungen für Bildung und Forschung. Das ist der Erfolg. Das sind die Erfolge, die viele Bürger noch vor etlichen Jahren kaum für möglich gehalten haben. Wir haben damit die Voraussetzung gesichert, ab 2015 erstmals seit 1969 überhaupt keine neuen Schulden mehr aufzunehmen. Das ist ein großer Meilenstein, meine Damen und Herren von Opposition. Das kann man und darf man nicht kleinreden. Das ist einmalig. Und die ökonomische Wahrheit dazu: Damit schaffen wir die besten Rahmenbedingungen für die Zukunftsfähigkeit Deutschlands. Denn nachhaltiges Wachstum kann nur auf Grundlage einer soliden Haushaltspolitik entstehen. Zuerst, meine Damen und Herren, muss das Geld erwirtschaftet werden, erst dann kann es verteilt werden. Das ist eine Binsenweisheit, eine ökonomische Binsenweisheit. Und wer diesen Grundsatz nicht beherzigt, wird scheitern. Wer Steuererhöhungen will, steht am Ende für weniger Steuereinnahmen, meine Damen und Herren. Und das hat sich leider noch nicht überall herumgesprochen. Vielleicht auch dem einen oder anderen ist ein Licht aufgegangen. Wer die Zukunft gewinnen will, muss erst ernst machen mit Reformen und nicht Stabilitätskriterien aufweichen wollen. Ein Blick zurück in Deutschland und vor einem guten Jahrzehnt zeigt das: Die Aufweichung der Stabilitätskriterien führte damals nur tiefer in die Verschuldung, nur tiefer in die Schuldenkrise, meine Damen und Herren. Aufwärts ging es erst, als durchgreifende Reformen gestattet wurden. Damals der Not gehorchen, nachdem das Land in haushalts- und arbeitspolitische Abseitsentwicklungen kam. Deshalb sage ich klar und deutlich, man darf den Forderungen aus Italien und Frankreich nicht nachgeben. Kreditfinanzierte staatliche Investitionen für Wachstum und Beschäftigung in Zukunft nicht mehr zum Budgetdefizit hinzuzurechnen, wäre ein gefährliches Signal, ein falsches Signal, meine Damen und Herren. Es ist der Versuch, Schulden mit noch mehr Schulden zu bekämpfen. Dieser Weg führte gerade immer ins Abseits. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt darf nicht aufgeweicht werden. Wir müssen an ihm in seiner jetzigen Form festhalten. Alles andere würde die Erfolge bei der Überwindung der Krise im Euroraum geradezu zunichte machen. Das würde das mühsam gewonnene Vertrauen der Märkte in den Euro wieder zerstören. Deshalb geht an der vollständigen Umsetzung und strikten Anwendung der Regeln in der EU kein Weg vorbei, meine Damen und Herren. Eine Währungsunion ohne Staatsverschuldungsgrenzen hat keine Überlebenschancen auf Dauer. Wer die Chancen zur Reform bislang nicht genutzt hat, muss das jetzt nachholen in Europa. Europa hat als Schuldenunion keine Zukunft. Deshalb verdienen die Bundeskanzlerin und der Bundesfinanzminister jede Unterstützung bei ihren Bemühungen, Europa auf Stabilitätskurs zu halten. Das müssen wir geschlossen unterstützen und herzlichen Dank sagen für diese klare Linie und konsequente Haltung, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, man muss es an dieser Stelle noch einmal betonen, Haushaltskonsolidierung und Wirtschaftswachstum sind kein Widerspruch. Und ich glaube, es ist auch ganz deutlich, dass wir sehr froh sein können, dass die deutsche Wirtschaft sich heute in einer stabilen konjunkturellen Entwicklung mit positiven Beschäftigungseffekten, guten Einkommenserwartungen, auch die Nettolöhne sind ja Reallöhne gestiegen, guten Einkommenserwartungen und erfreulichen Wachstums
Perspektiven befindet. Das überdurchschnittliche Wachstum der ostdeutschen Länder zeigt, dass der Aufholprozess dort weiter voranschreitet. Insgesamt haben wir Rekordbeschäftigung und eine breite Steigerung der Real-Netto-Lohnentwicklung. Das heißt, den Menschen kommt unsere Politik, unser Aufschwung zugute, meine Damen und Herren. Aber es gehört natürlich auch zur Wahrheit, die Stimmung in den Unternehmen ist längst nicht so gut wie die derzeitige wirtschaftliche Lage. Das sollte uns immer wieder auch Warnung sein. Wir dürfen die positive Entwicklung nicht durch Fehlsteuerungen wie Fachkräfteverluste, durch Frühverrentungen oder Schwächung der Tarifpartner aufs Spiel setzen. Wir müssen natürlich diese positive Entwicklung mit den Anreizen und den ökonomischen Grundlagen weiter befördern. Die Flexibilität des Übergangs aus dem Arbeitsleben ist zu erreichen. Danke, dass wir jetzt einen Arbeitskreis haben dafür, der diese Dinge bearbeitet bei der Bundesministerin Nahles. Das Verteilen von Wohldaten darf nicht wieder vor dem Erwirtschaften kommen. Der Anstieg der aktuellen Staatsquote auf 44,7% ist wieder zurückzuführen. Die Investitionsquote ist zu erhöhen. Insbesondere müssen wir unserer Wirtschaft sagen, sie brauchen wieder mehr Investitionen in die Zukunft. Nicht nur im Ausland, sondern auch am Standort Deutschland brauchen wir die stärkere Investitionsbereitschaft. Hierfür ist die Unternehmensfinanzierung mit der Förderung von Wagniskapital weiter zu unterstützen. Die Steuerquote sollte weiter sinken, indem wir die heimlichen Steuerungen, die kalte Progression den arbeitenden Menschen zurückgeben. Das Geld, das die Steuerpflichtigen für den Fiskus zahlen, gehört zuerst den arbeitenden Menschen und dann dem Fiskus, meine Damen und Herren. Und die Generationenbrücke mit der Erbschaftssteuer für die Familienunternehmen sollte natürlich erhalten bleiben. In diesem Sinne glaube ich, dass wir, wenn wir die Kraft für die Reformen aufbringen, wenn wir die Haushaltskonsolidierung so fortschreiben und wir in Europa unsere Kriterien auch letzten Endes als Vorbild weiter vertreten, haben wir die Chance zu weiterem Aufschwung für die Menschen und insbesondere, dass wir Vertrauen auch in unsere Politik erhalten. In diesem Sinne herzlichen Dank. Wir stimmen dem Haushalt zu. Vielen Dank. Die Rede von Hans Michelbach für die CDU-CSU-Fraktion. Nach ihm jetzt Dennis Rohde für die SPD. Dennis Rohde für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch von mir zunächst ein Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Haushaltsausschusses in den Haushaltsreferaten der Ministerien und ganz besonders von meiner Seite an die Mitarbeiter der Haushalts-AG der SPD-Bundestagsfraktion. Sie alle haben tolle und konstruktive Arbeit geleistet. Vielen Dank dafür. Was haben wir in den ersten Haushaltsverhandlungen der neuen Regierungskoalition erlebt? Intensive Verhandlungen, sachliche Diskussionen, aber auch das Ringen um Einigkeit und schließlich die Formulierung vernünftiger Beschlüsse, die mehrheitlich tragbar sind. Und ja, wir waren uns auch in der Großen Koalition nicht immer gleich und sofort einig. Wie das eben so ist, wenn unterschiedliche Meinungen und Ansichten aufeinandertreffen, wenn verschiedene Charaktere impulsiv oder abwartend miteinander um Positionen ringen, dann ist das nicht immer einfach. Nun haben wir Sozialdemokraten, die CDU/CSU, auch nicht unbedingt auf Zeit geehelicht, weil sie so hinreißend und liebenswert war, sondern eher in Ermangelung einer bezaubernden Alternative. Aber wir haben auch mit diesem Haushalt bewiesen, dass wir gut zusammenarbeiten, und das ist es, was am Ende eines Tages zählt. Wir haben den ehemals schwarz-gelben Haushaltsentwurf für 2014 in ein Vernunftspapier gewandelt. Wir haben die Grundlage gelegt für stabile Haushalte in den kommenden Jahren, die Nettokreditaufnahme zum Vorjahr zurückgefahren und den Konsolidierungskurs auf eine starke Basis gestellt. Darauf werden wir in den nächsten Haushaltsjahren aufbauen können. Kurzum, der Haushalt 2014 der Großen Koalition in Berlin, er ist vernünftig und er ist gut für Deutschland, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es liegt in der Natur der Sache, dass das die Opposition in diesem Hause etwas anders sieht. Dafür spricht unter anderem die Masse an Änderungsanträgen, die in den letzten Wochen durch dieses Haus gegangen sind.
Es war allerdings wenig Verwertbares dabei. Ihre Anträge, verehrte Kolleginnen und Kollegen von Bündnis 90 Die Grünen und der Linkspartei, hätten, auch wenn gewiss manch Wünschenswertes dabei war, sie hätten den Haushalt gesprengt, aber das wissen Sie auch, sie hätten die Schulden des Bundes in die Höhe getrieben und die Last auf kommende Generationen geschoben. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, man kann pragmatische Anträge für eine gute Sachpolitik stellen oder man stellt politische Anträge für das Schaufenster. Leider waren Ihre Anträge viel zu oft von der zweiten Sorte. Lassen Sie mich ein konkretes Beispiel nennen aus meinem eigenen Einzelplan, den des Justizministeriums. Diese Regierung, sie hat sich zur Aufgabe gemacht, den wirtschaftlichen Verbraucherschutz zu stärken und endlich gemeinsam mit den Verbraucherzentralen einen Finanzmarktwächter einzuführen. Ein Marktwächter, damit Fälle wie der Fall Procon gar nicht erst solche horrenden Ausmaße annehmen. Dort bangen immerhin 75.000 Kleinanleger um 1,4 Milliarden Euro. Nun ist das Jahr zur Hälfte rum und bis zum Start eines solchen Marktwächters würden noch weitere Wochen ins Land gehen. Realistischerweise können wir für 2014 nur von einer Anschubfinanzierung sprechen. Und genau diese Finanzierung haben wir mit 2,5 Millionen in den Haushalt eingestellt. Und was fordert die Opposition? Sie fordert hierfür mit 10 Millionen Euro eine Summe einzustellen, die mitnichten in diesem Haushaltsjahr noch sinnvoll ausgegeben werden könnte. Meine Damen und Herren, das hat weder etwas mit Haushaltsklarheit noch mit Haushaltswahrheit zu tun. So etwas trägt die Große Koalition nicht mit, nicht in der Vergangenheit, nicht heute und auch nicht morgen. Denn gestaltende Haushaltsführung meint, dass man den zur Verfügung stehenden Etat bestmöglich nutzt, eine Budgetierung eben nicht als Einengung der Gestaltungsmöglichkeiten begreift, sondern den Rahmen sinnvoll und bedacht verteilt und ausschöpft. Lassen Sie mich konkrete Beispiele nennen. 40 Millionen Euro mehr für Integrationskurse, 10 Millionen zusätzlich für die Aufnahme syrischer Flüchtlinge, mehr Geld für den Bau von Radwegen, 10 Millionen mehr für die Bundeszentrale für politische Bildung, 10 Millionen mehr für das Technische Hilfswerk, 90 Millionen mehr für die Kultur in diesem Land und das alles ohne zusätzliche Schulden. So geht Haushaltspolitik in der Großen Koalition. Aber auch das möchte ich an dieser Stelle noch einmal deutlich sagen. Es waren gerade auch wir Sozialdemokraten und unsere Finanzminister Hans Eichel und Peer Steinbrück, die den Grundstein dafür gelegt haben, dass wir mit der Großen Koalition für 2015 einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen werden. Das ist maßgeblich auch unser Verdienst, und darauf sind wir stolz, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und lassen wir uns nicht täuschen. Lassen wir uns nicht täuschen von dem, was gerade in diesen Tagen von der FDP wieder in den Talkshows und Kolumnen der Republik an Märchen aus der neoliberalen Höhle der Ahnungslosigkeit geholt wird. Das ist nichts mehr als die wortgewordene Verzweiflung der neuen, der alten Führungskriege über stetige 3%. Gebetsmühlenartige Wiederholungen über die angebliche Heilsbringung einer Steuersenkungspolitik, die den kleinen Steuerzahler belastet und die Reichsten in diesem Land entlastet, das bringt selbst die Neoliberalen nicht zurück in die Spur. Das ist und das bleibt falsch für unser Land, meine sehr geehrten Damen und Herren. Der Haushalt 2014 weist mit einer Nettokreditaufnahme von 6,5 Milliarden die niedrigste Neuverschuldung seit 40 Jahren aus. Und ab 2015 werden wir einen ausgeglichenen Haushalt ohne Neuverschuldung vorlegen. Das, werte Kolleginnen und Kollegen, das gab es zuletzt vor 46 Jahren. Und damals wie heute war es eine Große Koalition, die den Haushalt gerade gerückt hat. Auch das darf man an dieser Stelle ruhig erwähnen. Und es beweist sich aufs Neue, sozialdemokratische Politik ist Zukunftspolitik. Das ist unsere Handschrift beim Haushalt 2014. Und wir werden dies in den Beratungen der kommenden Jahre konsequent und genauso fortsetzen. Die Große Koalition, sie ist eine starke Kraft für Deutschland, und die SPD, sie ist eine starke Kraft in der Großen Koalition. Vielen Dank. Das war Dennis Rohde für die SPD-Fraktion. Nach ihm jetzt als letzter Redner in dieser viertägigen Haushaltsdebatte Norbert Bartle, der haushaltspolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion. Den letzten Redner in dieser Debatte, den Kollegen Norbert Bartle für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, als letzter Redner einer lang andauernden Haushaltsdebatte, seit Mitte März diskutieren wir diesen Haushalt, hat man eigentlich die Pflicht, nicht mehr Argumente auszutauschen. Denn diejenigen, die bis zu meiner Rede noch nicht entschlossen sind, dem Haushalt zuzustimmen, die werden es auch nach meiner Rede nicht tun.
Und die, die vorher schon zustimmen wollten, die werden es mit Sicherheit auch noch tun. Das hoffe ich jedenfalls. Meine Pflicht ist es, Danke zu sagen. Danke zu sagen insbesondere an die Vorsitzende des Haushaltsausschusses, Frau Lötsch. Sie haben die Beratungen sicher, kompetent und souverän geleitet. Es gab ja am Anfang Ihres Amtsantritts etwas kritische Stimmen, aber Sie haben alle revidiert. Hohen Respekt, hohe Anerkennung. Dankeschön. Ich will auch noch mal ganz bewusst die Mitarbeiter des Haushaltsausschusssekretariats einbeziehen in den Dank. Herr Majewski mit seiner Truppe. Er sitzt da hinten. Die Damen hat er nicht mitgebracht, aber die sind auch ansehnlich. Ich will in diesen Dank auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Fraktionen einbeziehen. Die haben alle, auch Frauen, haben alle Familien und Kinder. Und während der Haushaltsberatungen ist für Sie der Begriff Regelarbeitszeit ein Fremdwort. Da erwarten wir hohe Flexibilität, hohen Einsatz und auch dafür ein ganz herzliches Dankeschön. Ich will den Dank erweitern an das gesamte Hohe Haus. Sie alle, liebe Kolleginnen und Kollegen, vertrauen uns Haushältern, wenn es darum geht, das Schicksalsbuch der Nation, das Haushaltsbuch zu schneidern, zu zimmern. Sie vertrauen auf unsere Arbeit. Wir strengen uns an, das auch gut zu tun. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen. Und danke natürlich auch dem Finanzminister und seinen vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Hause, die uns dabei tatkräftig unterstützen. Ich freue mich sehr, dass wir bei unserer Arbeit auch den Rückhalt unserer Fraktionsvorsitzenden Volker Kauder und Thomas Oppermann uns sicher sind, ebenso wie der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Carsten Schneider und Ralf Brinkhaus. Also auch an die ein herzliches Dankeschön. Und Gerda Hasselfeld, danke, nicht vergessen. Frau Lötsch hat bereits schon erwähnt, über 80.000 Seiten haben wir gewälzt, über 600 Anträge bearbeitet. Wenn ich mir die Anträge anschaue, dann waren das von der Koalition weitestgehend gute, von der Opposition nur einige wenige gute, die meisten mussten wir ablehnen. Ich habe mal zusammenrechnen lassen, was sich ergeben hätte, wenn wir den Anträgen der Opposition zugestimmt hätten. Hätten wir den grünen Anträgen zugestimmt, die sicherlich teilweise gegenfinanziert waren, dann wären die Ausgaben um 6,8 Milliarden gestiegen, ein Anstieg um 2,3%. Hätten wir den linken Anträgen zugestimmt, wären die Ausgaben gar um 53,1 Milliarden gestiegen, um 18%. Das, meine Damen und Herren, unterscheidet uns grundsätzlich. Die Große Koalition weiß, wie man solide wirtschaftet, wie man sorgsam umgeht mit den Geldern, die uns die Steuerzahler und Steuerzahler zur Verfügung stellen. Wir, die Große Koalition, wissen, wie man sparsam wirtschaftet. Und deshalb sind die Ausgaben nicht gestiegen, sondern gegenüber 2013 sogar um rund 3% gesunken. Darauf sind wir stolz, und das gibt uns Mut und Zuversicht für die anstehenden Haushaltsberatungen für 2015. Während wir hier diskutieren, sind die Kommentatoren, die kritischen Wegbegleiter unserer Arbeit aus den Medien bereits schon dabei, die ersten Kommentare zum 2015er Haushalt zu schreiben. Und an der Stelle möchte ich daran erinnern, noch bis kurz vor der Bereinigungssitzung wurde uns öffentlich immer prophezeit, vielleicht schaffen Sie es, wenn Sie gut sind, den strukturell ausgeglichenen Haushalt einzuhalten. Aber aller Wahrscheinlichkeit werden Sie den Puffer ausnutzen. Das waren also etwa 1,8 Milliarden. Und die Nettokreditaufnahme erhöhen auf 8 oder 8,5 Milliarden. So war die Kommentarlage bis zur Bereinigungssitzung. Nichts ist daraus geworden. Wir waren besser. Wir haben die Linie eingehalten. Und da ist keine Trickserei dabei, wenn man bei 270 Milliarden Steuereinnahmen den Ansatz der Steuerschätzer um 600 Millionen korrigiert, aufgrund inzwischen eingetretener neuer Daten- und Faktenlage, dann ist das keine Trickserei. Ich darf Ihnen, liebe Kollegen von den Grünen und von den Linken, sagen, wenn wir tricksen wollten, dann würden wir das so tun, dass Sie es gar nicht merken. Und deshalb bleibt an substanzieller Kritik nichts übrig. Selbst der Vorwurf, wir würden zu wenig investieren, basiert eigentlich genau genommen
auf den verfehlten Blick auf eine einzige Zahl, nämlich auf die Investitionen. Die sind tatsächlich zurückgegangen. Aber warum? Weil die Einzahlung in den Kapitalstock des Europäischen Stabilitätsmechanismus zählt als Investition. Und da hatten wir im vergangenen Jahr noch eine Doppeltranche zu entrichten. In diesem Jahr nur noch eine. Das sind 4,2 Milliarden weniger. Deshalb sind die Investitionen zurückgegangen. Im kommenden Jahr müssen wir Gott sei Dank keine Einzahlungen mehr leisten. Das erleichtert uns in etwas die Arbeit. Aber auch an der Stelle wiederhole ich noch mal, ist die Kritik der Opposition, die vorgetragen wurde, nicht substanziell. Und deshalb bin ich froh und empfehle Zustimmung zu diesem sehr guten Haushalt 2014. Danke.